Geil, Clubhaus, eine meiner alten Lieblingskarten. Daran weißt du schon, dass diese nicht alle am Christbaum haben. Warum? Das Mausequiek und das Katzenmiau? Ja. Alter, da ist direkt die Kavira weg. Wen nehme ich denn? Smoke ist auch weg. Alter. Alle Charaktere, die ich nehmen wollte, sind weg. Geil. Na, komm. Nehme ich mal unseren Fettsack hier. Der Typ, der so viel wiegt wie die ganze wie das ganze Team gerade zusammen. We have skills. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Nimm dir eine Weste. Alter, wer schießt denn hier von uns am Anfang? Ja, die Angriff der Drohnen. Alter, ich habe gerade Crosshair Placement von einem Postboot. Bahnverstärkung abgeschlossen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Tür ist gesichert. Über uns. Ja. Die springen rechts neben dir auf. Der Penner, ne? Die sind weggekommen, Alter. Ach, die haben... Ein Termit-Typ. Den Termit habe ich schon. Ne, ich hab... Kann nicht, der letzte. Fuck! Die haben durch die Decke gefused. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Was schreiben die denn die ganze Zeit? Aber ich hab dem durch seinen Schild einen Kopfschuss gegeben. Boah, mich hupt's ja am Ohr. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Die sind da, wo wir waren. Ja, wie gut, dass ich mich hier nicht auskenne. Du. Ne, warte. Die. Entweder sind sie oben oder unten. Die sind unten. Ah, einen hab ich gescannt, aber einen hab ich. Ja, Bandits. Die sind unten, jo. Wie schreibt man denn nochmal im Teamchat? Keine Ahnung. Scheiß drauf. Du musst doch die Kameras kaputt machen, ne? Die können jetzt hier direkt um die Ecke sein schon, ne?
Rechts. Links die Treppe runter ist der Spawn. Da müssen wir hin. Warte mal kurz, bevor du reingehst. Fuck, oben in der Küche sitzt einer. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Werfer Splittergranate. CMDR D-Fire hat das Spiel verlassen. Was für eine Muschel. Eliminierungsassistent. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Alter, ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt, ich muss erstmal wieder richtig reinkommen. Ja, Mann. Nicht nur du. Ja, nur dass du das Spiel wahrscheinlich noch nie richtig gespielt hast, oder? Was heißt nicht richtig, doch. Ranked Matches und. Ah, kann. Ja, schon kannst du ja nicht. Seit wann hast du das Spiel? Dritter Achter. Was? Dritter Achter. Ah, okay. Ich hab das schon seit letztem Jahr. Da war mir aber halt viel zu teuer, das Spiel. Am Anfang. Wieso, was hast du dafür bezahlt? 15. 15. Ich hab am. 15 oder 20? Ich hab am Anfang 24,99 bezahlt. Nein, die wollten 60 Euro dafür haben. Ja, ich weiß, ich hab mir das damals hier so ein Key habe ich mir einfach bestellt. Ah, ich hab die Taste für Teamchat gefunden. Jetzt kann ich Smoke nehmen. Nicht, dass sich die Gegner gleich fühlen wie so manche Menschen 1939. Lord Helmchen, alles klar. Ja, das ist mir schon in der ersten Runde aufgefallen. Wand zu machen. Ach, wir haben gar keine Geisel. Ja, super. Nee, einfach nur überleben. Nee, das meine ich gar nicht, weil wenn wir eine Geisel hätten, hätte ich jetzt die Geisel verletzt und dann wieder aufgeholt, damit, wenn die Gegner drauf schießen, die Geisel sofort stirbt. Können hier überall von oben kommen, ne?
Die sind über uns. Reaper? Da geht gleich was auf. Wo ist er denn? Er ist nicht mehr über uns, wahrscheinlich ist er jetzt vor uns oder so. Links neben uns kann ich platziert. Vorsicht. Nicht da rein. Versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahr. Wenn du geradeaus gehst, rechts und dann hinter der Treppe links. Der hat aber ein Schild, du musst ihm auf die Füße schießen. Das bin ich. Ich wichse mir gerade ein. Die sichern, du musst rein. Guck links. Ja. Mission gescheitert. So. Das war nämlich auch der mich gekillt hat. Dem habe ich voll aufs Schild geballert. Die Leute, die so oft schreien, dass sie Skills sind, haben wahrscheinlich Hex. Kann sein. Fix. X oder Hex? Hex. Schon wieder der. Nein. Ja, an sich, wenn er genug Ruhe hatte zum Schießen, hat er getroffen. Es ist schon wieder gleiche Team? Nein. Doch, Peppernick. Mundus Unicorn? Ja, klar. Stimmt, der Mundus Unicorn war gerade nachgejoint. Ja. Oh nein. Team Deathmatch Geisel. Und wir verteidigen. Ne, greifen an. Wir greifen an. Ne, wir verteidigen. Haben die das geändert? Was heißt das denn? Was denn? Warum Team Deathmatch? Weil du Team gegen Team machst und alles killst. Obwohl das eigentlich eher Suchen und Zerstören ist, wenn man Call of Duty. Nee, das ist doch Geiselrettung. Dann doch da. Ja, Team Deathmatch Geisel. Ja. Ja. Und? Ja, entweder oder. Entweder verteidige ich oder Team Deathmatch, oder? Nein, es sind zwei Teams, die sich zu Tode matchen um eine Geisel. Achso. Voll geil. Bei denen lädt nur einer und bei uns laden alle bis auf einer. Ach, bei uns lädt jetzt auch nur einer. Und das war ich. Ah, wie viel Uhr haben wir denn? 23:12. Kennst du den Raum? Ne, warte, in dem Raum waren wir gar nicht. Nimm dir mal Westen. Du meinst. Doch, in dem Raum waren wir. Game is lagging, what can I do? Ups. Noch 10 Sekunden. Es war den großen Typen, kannst du keine Sprengfallen machen, ist voll kacke. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Wo du Sprengfallen machst, musst du immer ein Tor vormachen. Hast du deine Weste genommen? Nein. Glaub mir, manchmal kann die den Arsch retten. Ein Nestchen mit ganz Süßen ist platziert. Wenn du rausguckst, ist das so böse mit dem Blenden, ne? Ja. Ich kenne das. Die hängen bei dir. Aber die haben hier nicht viele Eindringmöglichkeiten, ne?
Die ganze Wand, wo ich gerade vorliege. Oh, oder hinter mir. Ich liege die ganze Zeit vor der Tür, sehe ich gerade. Schießen die gerade bei dir durchs Fenster? Mhm. So, Termite habe ich. Welche Decke können sie hier eigentlich nicht kommen, ne? Soweit ich weiß nicht, ne? Eventuell solltest du in dem Spiel wissen, wenn du auf dem Boden liegst und crouch, machst du mehr Lärm, als wenn du normal kriegst. EMP. Ein Gegner verbleibt. Ey, das ist schon ein dritter, ne? Ja, das ist mein dritter. Dieses Spiel hat ab und zu auch mal echt was mit Warten zu tun. Der ist bei dir drüben, außer ihr habt was kaputt gemacht. Oh nein. Nur noch 15 Sekunden. Fuck, der steht direkt vor der Tür. Da wurde ich zu kegel. Da wurde ich zu kegel. Oh. Ich hätte andere Limit erreicht. Der nach rechts entsteht. Nee, links. Bist du auch gestorben? Oder liegst du nur? Ich glaube, ich war richtig tot. Wir spielen Geisel, ne? Da wäre es wahrscheinlich nicht so gut mit Giftgasgranaten in den Geiselraum zu feuern. Ja. Ich werde ein Giftgas. Ich wollte den Tanoa oder wie der heißt nehmen. Den schwarzen, den ich gerade auch gespielt hatte. Aber dadurch, dass keiner Termite spielt, nehme ich den jetzt einfach mal. Was denn? Nix, nix. Kam von Herzen. Mhm. Boah, ich hab mir gerade zwei Energy Drinks reingezogen. Jetzt muss ich pissen wie ein Stier. Und davor hatte ich noch zwei Bier. Haha, das reimt sich. Ihr müsst die Geisel finden. Hui! Hab ich das vermisst, mit meinen kleinen Dröhnchen zu fahren? Denn jeder weiß, jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Alles klar. Hab sie. Ah, wen haben wir denn hier schön? Wo sind die oben? Da wo wir waren. Fuck. Scheiße, wir sind nur vier. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden.
Scheiße. Also, wir müssen jetzt besonders vorsichtig vorgehen, weil wir nur 4 sind anstatt 5. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin unten drin. Ach, ihr seid alle unten? Ich bin unten drin, aber ich weiß nicht, wie ich hochkomme, Alter. Indem du einfach eine Treppe suchst, ne? Aufnahme, bevor du dich nicht auskennst, Alter, das ist so lustig. Ich würde ja gerne helfen kommen, ne? Ah, ich habe die Leiter gefunden, alles klar. Ja, nur du musst da einmal durch das ganze Gegner. Fuck! Jo, du bist auf dich allein gestellt, weil mein Team meldet. Mann. Oh, da hätte ich mit der MP5 zu Tode gesprayt. Ja, Mann. Wen habe ich gerade nochmal gespielt? Den Dicken mit MMG. Nein, das, nicht in der Runde, jetzt davor. Hab der ich. Miet. Nee, davor. Boah. Hab ich Rook gespielt? Ich hab den Panzertypen Rook gespielt, ne? Ja, Rook. Ja. Na, den will ich aber nicht nochmal spielen. Komm schnell. Da, Bandit. Ich war die ganze Zeit am überlegen, ob ich Bandit oder Frost nehme. Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sichern. Ach du Scheiße. Ja, das kann lustig werden. Schissener Raum. Du hast nicht zufällig Stacheldrähte dabei? Nein. Nein! Ach, egal. Alter, wo ist das Radio? Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich lade mein Magazin! Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Das ist ja immer voll pervers. Guck mal hier rechts von dir. Guck mal rechts von dir. An der ersten Säule und an der zweiten Säule. Ja, das aber an der ersten Säule ist ja gegen das Granaten. Ach so, das meintest du. Ich dachte, du meinst das Ding gegen die Granaten, das Granatenabwehrsystem. Nee, links ist einmal meine Sprengfalle dran. Plus Nitro und hier vor der Säule hat dann eine Mine dran geklatscht. Das ist keine Mine, das ist, das wehrt Granaten ab. Das ist ein Verteidigungssystem. Ein AVS, ein aktives Verteidigungssystem, um genau zu sein. Alles klar. Ha, ich habe eine exotherme Ladung zerstört. Wo wollen die denn durch? Da wollen die durch? Ja, müssen ja da durch wollen. So wieder da. Ja. Okay. Ich höre hier rechts Steps, wo du gerade hinrennst. Das kann auch ich gewesen sein, weil ich gerade renne. Nee, von hier. Kannst du mal mit Y markieren? Was soll ich markieren? Hingucken und Y drücken, wo du Steps hast. Da setzt er sich auf den Arsch bei mir.
Ach, C ist das. Hier. So. Ich finde es so geil, dass der auf einmal anfängt zu brüllen. Das Fenster ist gesichert. Irgendwo kriegt jemand Schaden, aber wodurch? Woran siehst du das? Ich hör's. Der eine von uns. Warte mal, der eine von uns? Lass ihn doch kommen. Nein, der hat genau das Stück. Was? Das war. Der hatte genau das Stück aufgemacht, dass er deine Sprengfalle sieht auf der Höhe. Der hat die Geisel gekillt. Der hat die Geisel gekillt, wir haben gewonnen. Nein. Doch, wir haben diese Runde gewonnen. Die haben doch die Geisel gekillt, nachdem sie gewonnen haben. Die haben ja nicht gewonnen. Toll. Wir waren ja noch alle am Leben. So, ich nehme mal den Sniper. Du Sniper? Ja. Ach, Blackbeard ist schon vergeben. Hm. Okay, ich Sniper auch. Wen hast du als Sniper? Ach, du hast Twitch? Ich dachte, du hättest Glass. Nee, Twitch. Twitch hat ein besseres Sniper. Du hast Glass dann noch gar nicht, oder? Doch. Ja, aber mit Glass Sniper kannst du durch Fenster schießen. Wow, bringt die hier auch, wenn alle Fenster zu sind. Ja, auf der Karte nicht, okay. Oh, die sind im gleichen Raum wie wir in diesem Kontrollroom. Wo, wie wir in erster Runde oder wie wir in zweiter Runde? Oben. Erste Runde. Aber die haben auch ein Dings. Ein Mute haben die auch. Raus oben ist mit dem Fenster, die haben Mute gesetzt. Ja, ist ja egal. Fuck. Okay, die haben einen Dock, die haben einen Kapkan, die haben einen. Das ist ein Kapkan. Die haben einen Dock, die haben einen Kapkan, die haben einen Mute. Alter, wo spawnen wir denn hier? Wen hab ich da? Die ganze Zeit Propaganda hier im Hintergrund. Ich weiß auf dieser Karte gar nicht, wo die Kameras versteckt sind. Ich auch nicht, ich weiß auch nicht, was das wirklich bringen soll, wenn da steht, du wurdest entdeckt. Dann sehen alle Gegner dich. Dann bist du mit einem roten Zeichen markiert. Wer hat mir jetzt die Kamera geklaut?
Hast du die Geisel? Geh raus, geh raus. Rechts raus. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Lauf durch. Nice. Gut gemacht. Geisel befreit. Warte mal, hier ist schon der Geisel-Spot. Ja, Mann. Alter, das ist lächerlich. Ja, nicht nur, dass das lächerlich ist, auch blöder Zufall, dass ich genau da hingerannt bin. Ich wollte eigentlich nur runter und die wegbringen. Oh, ich bin Most-Valued Player. Der Kanadier. Hey. Das stimmt doch gar nicht. Ich war der Beste. Ich habe die Geisel gerettet. Ja, super. Und ich habe die Deckung gegeben. Aber egal. Wo bist denn du? Du hast einen Kill gemacht. Hab ich habe 3 Runden die als Bestes gezockt. Plus 150 Punkte. Nice. Ich habe plus 3845.